auch zum Kurt Polente Erinnerungsrennen, dem BBAG Auktionsrennen Hannover. International Love an der Innenseite an den Rails geht nach vorne, dahinter dann Wellenreiter an der Außenseite Aira, dann Doppelpack, dann sieht man dicht auf auch American Five, ganz an der Innenseite Pretoria, dann die beiden Grafenberger, das sind Aru und Theo, gefolgt von Mademoiselle, dahinter dann Golden Honey mit White Max for Melodino, dahinter dann Paddington Pell, Bell und am Ende des Feldes, da sieht man Loverboy. So sind die Pferde in der Gegenseite. International Love mit 2-3 Längen an der Spitze vor Wellenreiter in den Röttgener Farben, dahinter dann Aera vor Doppelpack in vierter Position. An der Außenseite kann sich Aru jetzt deutlich verbessern, orientiert sich weiter nach vorne und ist sofort in der dritten Position. International Love weiter vorne vor Wellenreiter, dahinter dann jetzt Aru in zweiter Position vor Aera, dann sieht man ihn in Pretoria mit Doppelpack, dann das Mitteltreffen, das wird dann angeführt von American Five mit Mademoiselle, mit Golden Honey, dahinter dann Theo mit Mendolino und dahinter sieht man dann Paddington Bell am Ende des Feldes, Loverboy. So geht es durch den Schlussbogen. International Love zeigt unverändert den Weg, jetzt mit 2 Längen vor Wellenreiter, dahinter ist in dritter Position Aera, an der Innenseite sieht man dann Pretoria, außen kann sich jetzt Wild Max deutlich verbessern, kommt in die vierte Position vor, aber vorne, da wird richtig Stoff gemacht. International Love ist weiter vorne, führt das Feld auch mit einem Vorteil in den Einlauf hinein. International Love ist vorne, Aera und Wellenreiter versuchen näher heranzukommen. International Love ist aber weiter vorne, Aera zählt zu den nächsten Verfolgern, dahinter dann Wellenreiter an der Außenseite, Wild Max, dahinter dann auch Mendolino an der Spitze ist, aber International Love wird jetzt kürzer, Aera kommt an die Seite und in der Bahnmitte, da ist Wild Max auf dem Vormarsch, Aera mit Wild Max streckt sich mit Aera, Wild Max mit Aera, die gibt's nicht geschlagen, Wild Max ist vorne und Mendolino an der Außenseite wird enorm stark, Melodino, aber Wild Max gewinnt vor Melodino, dahinter dann auf dem dritten Platz.